Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, ca. 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Die EU erweitert ihr Verfahren gegen Google. Bisher hat Google ja ein Verfahren an der Backe. Es wird untersucht, ob Google eigene Angebote in der Suche nach vorne pusht und damit Wettbewerber benachteiligt. Jetzt wird das Ganze auf Android ausgeweitet. Es steht die Frage im Raum, ob Google da auch wieder seine eine marktbeherrschende Stellung ausnutzt. Denn Android ist zwar frei verfügbar, aber wenn man den Google Play Store als Hersteller mit auf seine Geräte vorinstallieren möchte, dann muss man auch die Google Suche und auch den Google Chrome Browser direkt mit installieren. Und da untersucht jetzt die EU, ob das rechtens ist oder ob Google da einfach seine Marktmacht ausnutzt und den Leuten das vorschreibt, ob die da kartellrechtlich irgendwas, nicht ganz so sauber machen. Ich persönlich begrüße das, denn hier und da denke ich, Google schreibt den Herstellern noch ziemlich viel und eigentlich zu viel vor. Still und heimlich hat Apple diese Woche sein 12 Zoll MacBook geupdatet. Neueste Intel-Prozessorengeneration, schnellere Grafikeinheit, schnelleren Flash-Speicher und das Ganze soll jetzt eine Stunde eine längere Akkulaufzeit bieten, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ansonsten, das Gehäuse bleibt gleich, nur ein USB-Typ-C-Anschluss, Kopfhörereingang und das war's von außen. Aber da kommt jetzt die Neuerung, es gibt das Ganze jetzt auch in der Farbe Rosé. Amazon Prime Video kann man jetzt auch einzeln abonnieren. Für 8 Euro im Monat bekommt man nur den Videodienst. Das sind dann hochgerechnet 96 Euro im Jahr. Naja, wenn man da mal zum vollwertigen Prime-Angebot rüberschielt, das sind 50 Euro im Jahr. Kommt natürlich deutlich günstiger aufs Jahr gerechnet und man bekommt die ganzen zusätzlichen Prime-Dienste dazu. Ich habe keine Ahnung, warum Amazon Prime jetzt den Videodienst dermaßen ausgliedert für Leute, die halt nur das wissen wollen. Denn wenn man das ein paar Monate abonniert, da hätte man direkt das komplette Amazon Prime abschließen können. Microsoft hat neue Zahlen veröffentlicht. In der Cloud läuft es ganz gut. Windows OEM-Lizenzen, 1-2 Prozentpunkte weniger. Surface-Geräte verkaufen sich richtig gut, da steigen die Umsätze. Aber jetzt kommt der Schocker. Die Windows Phone mobilen Geräte, also unsere Lumia-Sparte, ist von fast 50% eingebrochen beim Umsatz. Da merkte man, lange kamen keine neuen Geräte, die neuen 950er, die zünden nicht so richtig. Und also von den Zahlen, das sieht nicht rosig aus, da muss man in die Zukunft blicken. Ich hoffe ja, dass Microsoft bei den Windows Phone Geräten am Ball bleibt und auch weiterhin Geräte vertickt und das Windows Phone neben Android und iOS am Markt bleiben wird. Sieht aber derzeit wirklich nicht rosig aus. Noch ein paar Serien- und Filminformationen. Die zweite Staffel von Mr. Robot startet am 13. Juli in den USA. Es gibt wieder 10 Episoden. Dann Blade Runner 2, auch wieder mit Harrison Ford, wurde vorverlegt. Eigentlich wollten die im Januar 2018 starten. Dann ist ihnen aber aufgefallen, dass im Dezember 2017 die neue Star Wars Episode 8 erscheinen wird. Deswegen wird der Blade Runner Start vorverlegt und zwar auf Anfang Oktober 2017. Da freue ich mich ja auch sehr drauf. Aber ganz klar, meine Serie der Woche ist natürlich Game of Thrones Staffel 6. Wir überholen die Bücherreihe natürlich, die groben Züge wurden vorher abgesprochen und ich freue mich sehr darauf. Leider kann ich es hier noch nicht gucken. In Deutschland muss man sich ja auch über den Umweg über Sky gehen oder halt man hat US-Konten und IPs und guckt da die Serie. Ich freue mich jedenfalls sehr, wie es um Jon Snow und Co. weitergehen wird. Ein neues T-Shirt gibt es diese Woche auch noch. Ich habe mir einen Elefanten geholt oder besser gesagt einen Ganesha. So, das soll es gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 232. Ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Prozessorengeneration, dadurch natürlich eine schnellere Grafikeinheit. Neuesten schnell...